Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Enemy. Ich bin's, der Black. Ja, der Dü ist natürlich auch da. Der guckt da unten in seiner Hütte rum. Der hat schon gesehen, was ich hier Feines baue. Aber das baue ich alles nochmal ab. Das habe ich nämlich so beschlossen. Ich habe eine bessere Idee, wo ich das hinstelle. Damit es schöner aussieht. So, aber. Dann ist hier. Ja, genau. Aber das machen dann wir nicht jetzt. Gut. Jetzt mute ich mich nämlich erstmal. So. Genau, mute dich erstmal. Gut, ich bin gemutet und, ja, wie gesagt, ich habe den Server jetzt eine ganze Weile laufen lassen. Ich will jetzt mal. Den Punkt finden. War klar. So, ich will jetzt mal den Punkt finden und will nach unten gehen. Denn unten will ich mal gucken, wie viele Dias wir haben und so weiter und so fort. Der Server lief eine Weile. Ich rechne schon so mit 400-500 Stück vielleicht, dass ich die am Start habe. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Ich weiß es nicht. Bisschen mehr als ich. Okay, das sind über 10% des Spielziels, ne? Ist klar, 10.000 sollen Bayern. Irgendjemand hat geschrieben, ja, die sind voll leicht zu kriegen, 10.000 viel zu wenig. Scheinbar hast du recht gehabt. Ich weiß nicht, ob wir das dann hinterher nochmal hochsetzen und irgendwas anpassen oder nicht. Müssen wir gucken. Aber 10.000, 1.400, geile Sache. So, was haben wir an Smaragden? Weniger. Das macht aber nichts. Ich mache mal ein paar Smaragdblöcke, die werde ich nämlich gleich verwursten oder ein Teil davon. Ihr Stück. Sehr gut. Netherstars müssten wir auch noch 5 haben. Sehr gut. Dann gehen wir mal dahin und bauen daraus mal 2 Dekrit-Blöcke. Einfach weil ich das Zeugs dann in der nächsten Arena-Folge nicht verwursten will. So, Enderperlen. Es fehlt an Enderperlen. Ich gehe mal kurz hoch. Holen wir mal ein paar Enderperlen. Wop. So. Nicht so weit. Hier hinter. Enderperlen. Ja, ein paar sind auch wieder drin. 134. Wie gesagt, lief ja durch. Twilight Portal hat er gebaut. Okay. Da werden wir gleich mal hingehen. Zu unserem. Erweitern oder mal gucken. Ist er durch? Scheint durch. Nee, er ist noch zu Hause. Solange er noch zu Hause rumrennt, ist alles gut. Ich gucke jetzt mal ein bisschen näher auf die Karte. Komm auch mal ein bisschen raus. Wenn Dü nämlich jetzt abhaut, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ihm hinterher. So. Das hatten wir. Diamanten. Alles, was ich an Netherstars habe und so weiter und so fort. Das Zeug jetzt mal hier raus, hier bitte. Das schaffe ich jetzt erstmal hinter. Und mit hinter meine ich natürlich ab in die Hütte. Okay, Diamanten. Das wird eine Weile dauern, bis ich das Zeug alles da hinten habe. Also, das nehmen wir mit. Das kann erstmal raus, das kann erstmal raus. Das nehme ich auch mit. Die Köpfe können da rein. So, Dias habe ich alle mit. Nether. Sterne haben wir noch 3. Smaragde habe ich auch noch 3. Denn in der nächsten Folge ist ja nur ein PvP-Kampf, wo ich das als Einsatz geben muss. Ich will das nicht als Einsatz geben. Lass mal einen Stack Dias lasse ich drin. Ja. Kommen zwar wieder welche hinzu, aber man kann ja immer mal bei Dias brauchen. Und insofern ist das schon richtig so. Ja. Ist er oben irgendwo? Nee, ich sehe ihn gerade nirgendwo. Gut, dann gehen wir mal runter. Ich müsste dann auch, wenn ich ihn verfolgen will, das Jetpack mitnehmen. Ja, mal schauen. Kriegt man vielleicht hin. So. Okay, hier sind wir schon mal. Das rein, das rein, das rein. Okay, soweit so gut. Dann kann er hier jetzt ordentlich auffüllen. Da wird jetzt ein bisschen was zusammenkommen. So, wir gehen wieder nach Hause. Guck mal, ist Dü da noch? Ist Dü da? Dü ist noch da. Okay, alles ist gut. Ja, gut. Das war im Prinzip das Erste, was ich bauen wollte. Immer noch ein bisschen gucken, dass Dü halt beim Dingens bleibt. Das wäre toll. So, ansonsten müssen wir mal ganz runter gucken. Ja, man sieht es hier schon. Da ist einiges drin. Zwar zu Recht. Wenn man hier mal reinguckt, hier tausende Diererze, 19.000 Eisenerz. Im Prinzip diese beiden Dinger hier kommen einfach nicht hinterher. Das heißt, da müssen wir was ändern. Und zwar werden wir das halt so machen, dass ich zum Beispiel ein paar Sektmilch mache. Noch ein paar Dingens. Wäre ja vielleicht eine Idee. Was haltet ihr von? Natürlich. So, also. Beziehungsweise das erste, was wir mal machen, ist ein ME-Strich. Ich nehme mal so ein Kabel mit. Und ich nehme mal so einen Export-Bus mit. Denn ich habe in einem Test gesehen, dass ich da nochmal was ändern muss. Das werden wir jetzt hier unten auch noch machen, bevor wir es vergessen. Denn hier hinten am Pulverizer kann ich ja auch noch was einstellen. Ich muss nur gucken, wie mache ich das am dümmsten wahrscheinlich, indem ich hier hinten rangehe. Dann brauche ich noch ein Kabel, sehe ich gerade. So, okay. So. Dann mache ich das so, mache den Export-Bus hier hin.
Hier das NGE-Kabel. Und dann holen wir uns noch eins. So, du rennt immer noch rum. Aha, aha. So, ME-Kabel. Oh, oh. Das darf doch nicht wahr sein. Wo kommt der denn her? Mein ME-System. Ui, ui, ui. Ja, das lief nicht so gut gerade. Mal gucken, was noch lebt halt. Ich habe keine Ahnung, wo kommt denn dieser Creeper her? Das kann doch gar nicht sein. Hier gibt's keine Creeper. Hier hinten ist alles ausgeleuchtet. Ernsthaft? Der wird hier von oben runtergefallen. Nee, kann er auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt gerade nicht. Ist aber jetzt auch egal. Ist unerheblich. Wir müssen das Ding halt wieder aufbauen. Die Konsole haben wir noch, glücklicherweise. Das ist ja schon mal was wert. Dann haue ich die erstmal hier so ran. Was fehlt, ist natürlich das Kabel nach oben. Die Energieversorgung halt. Die Energieversorgung, die ist quasi hier hinten angeschlossen. Das heißt einmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Die Festplatten sind glücklicherweise hinten. Okay, ME-Kabel steht wieder. Scheiße, ey. Warte mal, F7. Oben drauf. Ich bin ein Trottel. Oben drauf ist ja gespawnt, der Drecksack. Okay, dann machen wir da mal hier Fackeln. Meine Fresse, da muss ich drauf achten, echt. Und vor allem, es kommt ausgerechnet gleich als erstes ein Creeper, ne? Ist ja wieder mal toll. So, Holz. Holz. Ich und mein Holz. Wir nehmen mal die beiden hier. Und wir nehmen natürlich das hier. Und dann nehmen wir mal hier. Beziehungsweise machen wir so, so. Blöd, Mann. Echt jetzt. Hm. Du bist noch da. Na, hallo. So, okay, soweit so gut. Hier machen wir eben Holz wieder drauf. So. Das Teil hier kann ich mal noch ein bisschen hochsetzen. Das werden wir noch machen. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas anderes stand. Wahrscheinlich stand hier noch ein zweiter ME-Controller. Solange der eine erstmal reicht, ist egal. So. Okay, wie gesagt, selber schuld gewesen. Der liebe Onkel Black ist halt so. Das Teil hier noch anschließen. Vom ME-System selbst scheint es erstmal keinen Schaden genommen zu haben. Insofern ist okay. Puh. Blöder Creeper. Macht einem. Huch. Macht einem ja einen Stress. So. Noch mehr. Bevor ich hier jetzt gucke. Hier oben. Nein, auf dieser Ebene ist vital alles da. Okay. Soweit, so gut. Dann als nächstes. Sackmills. Sackmills wollte ich machen. Genau. Und zwar. Wir machen erstmal hier 1, 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht, da müssen wir eigentlich noch genug da haben, eigentlich. So, gucken wir mal. Zwei Stück kriegen wir raus. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Das war falsch. Hep, hep, hep. 1, 2. Aha, 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 aha. So, 10 Stück. Okay, da kommen wir erstmal hin. Du ist noch da, sehr gut. Zack, Mill. Noch einmal. Mitgefühl. So, 1, 2. Toll. So. 2, 3. Mach mal 4 Stück. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Legierungsschmelz. Wir können euch auch 5 machen. Ich habe ja jetzt alles für die Dinger 5 gemacht. So. Legierungsschmelze. Bauen wir natürlich auch noch. Das heißt hier 1, 2, 3, 4, 5 Kessel. Dann hier ein Stack Öfen. 19 Stück. Ja, gut, das müsste reichen. Und dann gucken wir mal. 5 Stück. Sehr gut. Mit denen gehen wir dann unter. Unter vor allem. Mit denen gehen wir runter. Ich brauche noch ein ME-Kabel, habe ich gesagt. Deswegen war ich auch hier. ME-Kabel. Ich brauche natürlich auch noch ein paar mehr dann. Hier haben wir schlaue ME-Kabel. Die nehme ich gleich mal mit. Export-Buses habe ich nicht mehr viele. Import-Buses auch nicht. Müssen wir dann gleich mal machen. Wird aber gleich werden. So. Wir gehen erstmal runter hier hin. Da ist auch noch was nicht ausgeleuchtet. Das müssen wir auf jeden Fall ganz schnell ändern. Bevor hier mal irgendwo irgendwelcher Scheiß passiert. Das darf auf keinen Fall sein. So, ich lass mal das F7 mal kurz an. Die ist immer noch zu Hause. Hm? Warum liegt hier unten so ein Ding? Wer weiß. Ach so, das Wasser ist wahrscheinlich bis hier runtergekommen. Wie auch immer es hier runtergekommen ist. Das hat hier halt die ganzen Fackeln weggehauen. Das ist alles. Okay. Das wird wahrscheinlich hier hinten runtergeflossen sein. Das kann sein. Hm, wer weiß. Was soll's? Jedenfalls steht alles, das ist wichtig. Was ebenfalls steht, sind natürlich hier Sackmüll und Legierungsschmelze. Wir werden das so machen. Ich werde hier die Sackmüllchen bauen. Oder hier hinten habe ich die Sackmüllchen, ne? Ja, hier hinten habe ich
Ne, hier vorne habe ich die Sackmaus, das ist okay. Dann bauen wir die hier hin und zwar hier auf der Reihe. Eins, zwei, Quatsch, ich wollte die eigentlich, wenn möglich, mit einem Abstand. Ja, so, bumm. Ja, okay. Zwei, hüp. Drei, vier. Die anderen zwei kann ich dann anders setzen. Okay. Denn, wie gesagt, ich will nicht, dass sich die Kabel unnötig verbinden. Das ist nichts, ne? Ne, das sind die Fackeln. Ah, ich bin jetzt gerade ein bisschen paranoid. Und zwar zu Recht, muss ich sagen. Hat man ja gerade gesehen. So, als nächstes die hier hin, würde ich sagen. Eins, zwei, drei. Erlösmeter. Vier, habe ich hier ein weniger gebaut. Drauf. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ach so, okay, kein Kommentar. Machen wir mal so hier. Und so hier. Okay, dann muss ich die ganze Geschichte natürlich verbinden. Und zwar mit den schlauen Kabeln. Dazu brauchen wir aber erstmal Exportwasser noch und nöcher. Und zuerst einmal können wir hier hinten das normale Kabel noch ranzimmern. So. Hier ran. Und dann kann ich hier hinten einstellen. So hier. So hier. Und wo ist hinten? Das hier ist hinten. So, nee. So ist richtig. Und den grünen, den machen wir halt, na, grün, genau. So, grün und blau, wenn ich das Zeug jetzt hier rausnehme, dürfte der hier das eine rausfüllen und das andere da rein und überhaupt. Hier haben wir den Zinnober drin, den nehme ich raus. Zinnober dürfte ich eigentlich jede Menge drin haben. Ja, 305, war nicht mal schlecht. So, der macht schließlich jede Menge, weißt du was, ich kann. Dann mal hier so hier machen. So. Okay. Die Nova haben wir. Dann gehen wir mal hier hinter. Alles nur Zinnober. So. Das da rein. Und jetzt haben wir auch hier endlich, dass das richtig reingefüllt wird. Habe ich vorher nicht gewusst, dass das so geht. Das Ding brauche ich gar nicht. Die Kappa-Karte, die kann ich mal aufheben. Das Ding kann mal hier rein. Und schon haben wir wieder ein bisschen was gewonnen. Ich für meinen Teil werde jetzt mal hochgehen ein bisschen. Wipp. 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 Okay. Gucken, dass hier nichts explodieren kann. Und dann gehen wir mal hier hin und bauen jede Menge Karten, nicht Export. Export. Buses. Und zwar brauchen wir 5 Stück mindestens. Dazu brauchen wir Export-Bus. So. Das heißt Logikprozessoren. Das wiederum habe ich da. Ich habe noch ein bisschen was da. 1, 2, 6. Okay. Für Importbuses brauche ich wahrscheinlich auch die Flüssigkeit. Importbus ist wahrscheinlich dasselbe. Deswegen machen wir mal noch 2 mehr. So, es kann auch sein, dass wir da genau die anderen brauchen. Werden wir sehen. So. Also Exportbus. 1, 2, 3, 4, 5. So. Import. Import. Nicht impiert. Importbus. So, haben wir hier. Ne, da brauche ich die anderen, wusste ich doch. So, 1, 2, 3. Na dann, so. App. App. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Die nehme ich jetzt mit runter, genauso wie die schlauen Kabel. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich das will. App. Und ob hier, sagen wir mal, das Kabel hier schon dazu ausreicht. Ansonsten muss ich da hinten nochmal ein bisschen umklemmen oder sowas. Gucken wir mal. Also, wir machen mal Exportbasis hier hin, Importbasis hier hin. So, Export, 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 hier hinten dasselbe, Ex, ja, auch ein paar mehr, fällt mir gerade so ein, na gut, Import, 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 ich brauche ja von jedem eins, genau, das heißt, wir brauchen nochmal 4 Stück an der Zahl, um allein diese Reihe hier voll zu kriegen, also nochmal 5 von jedem, yep. Yep. Nochmal. So, also. Import. So, da haben wir's. Importbus. Hip. 1, 2. Ja, toll. Ne? Toll. So, hab. 1, 2. So, das müsste jetzt reichen, aber. 1, 2, 3, 4. So weit, so gut. Exportbus, dasselbe. Export. So. Hip. 1, 2, 3, 4 plus den einen hier oben. Okay. Haben wir 5. Was wir wahrscheinlich brauchen werden, sind ME-Dense-Cable.
Da habe ich aber gerade keine mehr da, nur schlaue und die anderen müssen wir mal machen. MI-Kabel, MI-Kabel. Glaskabel, nee. Die schlauen, die Dense Cable, da werden ja wahrscheinlich auch hier Fluigs. Da werden ja wahrscheinlich auch die Dinge jetzt hier gebraucht und da wird wahrscheinlich wieder jede Menge Wolle gebraucht. Und so, wir brauchen also erstmal die Glaskabel Fluigs. So, fangen wir damit an. Fluxkristall, das sind auch die Routen. Ist okay. Da hatte ich ja ein paar gemacht, da kann ich mal 64 so machen. So, dann kann ich die schon mal verkleiden. Hier, Luix, A26, da kommen wir wieder ein bisschen mit hin. Und jetzt dense ich die noch ein bisschen. Ja, so. Wupp. 6 Stück. Ja, wird nicht ganz reichen. Ist aber egal. Was ich mal machen könnte, wäre, eventuell haben wir hier irgendwo noch Cover. Ich will mal was testen. Ein Düs-Cover habe ich hier. Düs-Farbe-Cover. Aber wir haben ja eine Säge, ne? Säge. Okay. Und ich habe hier ein bisschen Holz. Ich weiß nicht, ob das Holz auch geht. Aha. Tatsächlich geht. Schön. Auf die Art kann ich ja sozusagen mit allem irgendwie Cover bauen. So, was ich machen will, ist halt wirklich gucken, dass ich irgendwie, sagen wir mal, da eine Entbindung oder Verbindung vermeide zwischen den MI-Kabeln. Sonst gehen die immer so komisch. Und das würde ich gerne ungern haben. So, ja, hier bildet sich eine schöne Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben drüber was leite, dürfte das funktionieren. Deshalb so. Soweit, so gut. Hier hinten machen wir auch gleich einen dran. So, hier. Bom. Denn dann kann ich hier hinten eventuell über ein anderes Cover leiten. Müssen wir mal gucken, wenn denn, beziehungsweise das hier hinten lasse ich mal weg. Ne. Dankeschön. Das hier hinten lasse ich mal weg. Hier hinten kann ich eventuell hochleiten. Brauche hier aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ein dichtes Kabel. Deswegen einmal so. Sollte echt mal Dinge mitnehmen. Das ist schlaues. Okay. Ich brauche ein dickes, fettes hier. Einmal hier hoch. So. Gut, dann haben wir hier, wie viele Wege haben wir hier? 7 von 32. Sehr gut. Wir brauchen hier hinten noch die Export. Was war auf der Seite, ne? Ja. Damit wir halt die Reihenfolge einleiten. Das Ding müssen wir weg. 1, 2, 3. Die Fackel selber, da fackel ich nicht lange. Ich stelle die mal so hin. So, damit es nicht wieder Späne gibt da. So, als nächstes müssen wir natürlich die Kabel leiten. Die einen Kabel leite ich hier einfach hinten lang. Schlaues Kabel 1, 2. Das ist Blödsinn. Ich muss ja auch erstmal die Importbasis noch setzen. 1, 2, 3. Hier steht's. Achso, ja gut, ich habe ja noch was übrig, deswegen passt das schon. So, hier, 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 das müsste reichen, locker und leichen, leicht. So, soweit so gut. Eventuell kann ich da auch einfach welche doch dazwischen setzen, müssen wir gucken. Müsste ja eigentlich funktionieren. Wie viel haben wir hier? 11 von 32, das ist also soweit schon mal kein Problem. Und die anderen könnte ich theoretisch, ich habe doch noch, ne? Ja, Segmel. Und ich habe auch nochmal einen Alloy-Smelter. Dann mache ich das einfach so. Ich setze hier nochmal einen Alloy-Smelter dazwischen. Bams. Und hier nochmal eine Säckmüll dazwischen. Bams. Okay. Und mache das ganze Theater halt einfach nochmal ran hier. So, also. Legierungsschmelze konfiguriert. Import-Bus hier ran. Aha. ME-Export-Bus hier ran. Das Ganze machen wir auf der Seite auch noch. Achso, jetzt habe ich nicht mehr aufgepasst. Lü ist noch zu Hause. Okay. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht mal ausreißt, aber nee, macht er nicht. Wahrscheinlich dann in der Waffenstillstandsfolge. Ich weiß nicht, ob ich ihm da folgen kann, soll, will, möchte. Beziehungsweise ist kein Waffenstillstand. Ist ja so. Es ist kein Waffenstillstand, da hat er ja selber drauf bestanden. In der nächsten Folge. Das heißt, wir könnten da durchaus was tun. Das waren die Dichten, ne? Nein, das will ich nicht. Sollte mir echt eine Meißel oder sowas mitnehmen. Damit ich hier ein bisschen länger daran Spaß habe. 1, 2, 3, 4. Kann ich auch noch hier unten anbinden, denke ich. So, wie viel haben wir? 12 von 32 und hier sind es genug. 17 von 32. Da ist noch locker was frei. Okay. Na dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ob ich das jemals nochmal erweitern muss, weiß ich auch nicht. Werden wir sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Okay. Damit habe ich hier schon mal eine ganze Batterie
mehr hingesetzt. Das ist ja schon mal gut. Die sind auch alle verbunden. Hier das MI-Kabel hat immer noch Kanäle frei. Insofern ist alles gut. Was wir natürlich noch brauchen, ist Strom. Was habe ich denn hier für Kabel gesetzt? Die verbesserte Energieleitung. Das heißt, da hole ich die mal. Und dann ja, geht es damit weiter. Wop, wop. So. Leitung. Energieleitung normal. Energieleitung verbessert. 14 Stück. Das wird nicht ganz reichen, denke ich. Deswegen gucken wir mal, dass wir da noch was hinkriegen. 1, 2. Das müsste jetzt reichen. 30 Stück. Einmal runter. Finde es auf jeden Fall voll cool. Ich finde es eben auch cool, dass ich jetzt mittlerweile so viel, krass viel Energie zur Verfügung habe, dass ich, ja, oder beziehungsweise so viel Sachen machen muss, damit hier die Segments laufen. Coole Sache. So, hip. Eins, toll. 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 Hier verbinden. Dankeschön. So, eins, zwei. So, im Notfall kann ich hier noch welche dazwischen setzen, weil das geht ja offensichtlich doch. Weil das ist ja doch so angeschlossen. Ich brauche da auch keine Dingens machen. Keine großartigen Umstände von wegen, ja, hier Kisten oder sowas in der Art. Ich habe nämlich vor, in diese Segments wirklich immer nur einen Rohstoff reinzufüllen. Und immer nur diesen einen Rohstoff, sprich dieses eine Erz zu machen. Das allererste wäre natürlich Zinn und Eisen. Und im Prinzip alles, was ich halt so viel tausendfach im Seesystem drin liegen habe. Das muss hier raus. Und wird halt quasi in diese Segments umgeleitet, wird von hinten rausgenommen und in diese umgeleitet. Das wäre zum Beispiel Eisenerz. Das wäre zum Beispiel Bleierz, da haben wir 13.000. Aluminium, Silber vielleicht noch. Kupfer sowieso. Yellowrit. Und ja, für Rhesuserz nicht, das haben wir ja eh anderweitig. Zinn. Machen wir mal die 5 hier. Und dann gucken wir mal. Das heißt, Segmel einmal hier, Eisenerz rein. Öp. Dann einmal hier Silbererz rein. Öp. Einmal hier Kupfererz rein. Öp. Einmal hier Yellowrit. Einmal hier Zinn. So, das heißt aber auch, dass wir das hier hinten wieder rausnehmen. Heißt im Klartext Eisen raus. Was hat man genommen? Silber, Zinn, Yellowrit. Blei nicht. Yellowrit, Zinn und Silber hier raus. Aluminium nicht. Nee, 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 nee. Hier oben haben wir jetzt irgendwo noch ein Kabel gesetzt, was da nicht hingehört. Hier unten ist noch jede Menge Wasser. Oh, 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 oh. Da sollte ich ganz schnell mal einschreiten. Das geht so nicht. Aber das, was ich da unten sehe, das gefällt mir überhaupt nicht. Da ist irgendwo Wasser da geflossen. Muss ich mal gucken, nicht, dass da was großartig gespawnt ist. Uiuiuiuiuiui. Schnell mal einschreiten hier. So. Da war das Cover. Okay. Dann hier hoch. Was essen. Nimm. Okay. Hier kommt schon, wie gesagt, das erste Theater kommt schon an. Das ist doch toll. So. Hinten habe ich rausgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich bei allen richtig rausgenommen habe. Deswegen gucken wir hier sind nur Netherurs. Okay. Das heißt, es dürfte soweit stimmen. Alu, Uran und Blei, das sind alles Sachen, die ich nicht hier einsortiert habe. Dasselbe machen wir mit den Stäuben hier hinten. Da wird es nämlich genauso gemacht. Einmal so. War. App. Halt, war schon richtig. So, pulverisiertes Silber raus. Pulverisiertes Zinn raus. Pulverisiertes ferröses Metall kann von mir aus drin bleiben. Pulverisiertes Blei auch. Gold, pulverisiertes Eisen. Soweit, so gut. Was hätten wir hier noch? Nether Golderz. Naja. Okay. Rest scheint soweit zu stimmen. Hier dürfte aber trotzdem hier schon jede Menge drin sein. Auch viel Draconium. Wäre mir eigentlich ganz lieb, dass mal das Draconium weggewurstet wird. Naja, wird schon irgendwann kommen. Beziehungsweise wir werden es mal ein bisschen umsortieren, indem ich sage so und so. Ich hätte nämlich gern wirklich viel Draconium. Lolololo. So, Zinn raus, Zinn raus. Hat ja alles keinen Zinn. Und so haben wir es halt wirklich so. Jeder Rohstoff selber hat halt sein eigenes. Das ist toll. Jetzt macht er das Silber, der Doofkopf. Na komm. Gib mir alles Silber. Können ja auch mal so hier machen. So. Hast du keins mehr, hä? Wir sehen uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denne. Und tschüss.